Jö, da sind wir wieder. Und ich wurde hier von dem Gerogon der Vergangenheit geparkt, damit ich im Hauptraum weitermache. Wir waren ja hier bei diesem kleinen Secret kurz drin. Und da kommt der nächste Geist. Zack. Also einfach immer rechts an der Wand lang. Hier haben wir schon mal einen Slayer-Pfeil. Tok, tok, nix. Obwohl ich glaube, wenn man hier suchen würde, würde es eh keinen Sinn machen, denn, das ist ja so eine Ecke. Nur wenn das so eine glatte Wand ist, dann könnte dahinter eine unsichtbare Wand sein. Glaube ich zumindest. Aber das werden wir noch bestimmt noch früh genug herausfinden. So, was machst du? Du machst da eine Wand auf. Mit Mumien dahinter. Schön, schön. Darfst du auch mal ein bisschen Feuerbälle schmeißen? Okay, Gosmog steht falsch, aber ich kann gerade mal was testen. Ob es Flächenschaden gibt. Er sitzt so weit vorne. Das neue Schwert scheint ja echt schick zu sein. Warum kann Gosmog nicht wieder angreifen? Oh, das dauert nur ewig lange. Ja, das Schwert ist echt schick. Macht genauso viel Schaden wie die Axt, wenn ich es richtig gesehen habe, aber kann in der Zeit, wie die Axt braucht, um wieder anzugreifen, dreimal zustechen. Das ist schon ganz ordentlich. Mace of Order. Also die Keule der Order ist so eine Art Gerechtigkeit oder Ordnung. Und die kann Swing Bash. Kann sie bei ihm was anderes? Ja, kann auch Stun. Also wir hatten schon mal eine Keule, aber ich weiß nicht, ob die genauso hieß. Das könnte jetzt irgendein Questgegenstand sein. Also nehmen wir die mal mit. Und hier haben wir noch zwei Bomben. Und sonst nichts. Na gut, dann einfach mal rechts weiter an der Wand lang. Nicht unbedingt durch den Dreher durch, sonst laufe ich wieder irgendwie falsch. Ja, es ist gleich wesentlich entspannter, wenn man nicht die Feuerbälle überall rumfliegen hat. Einfach nur eine Sackgasse. Ist ja auch komisch. Ist da unten irgendwas drin? Nein. Und hier war noch eine Fratze. Kann man aber nichts machen. Oh, neuer Geist. Zack, zack, zack. Oh, der ganz kleine reicht gar nicht. So. Okay. Zweimal der kleinste reicht oder der zweitstärkste Anfangsdingens. Also, wir gucken nach Norden. Wir gucken nach Norden und gehen da weiter rechts an der Wand lang. Also entweder respawnen die ziemlich fix. Oder das sind einfach nur tierisch viele. Ich glaube eher die respawnen, weil wir haben jetzt schon bestimmt 8 oder 9 Geister getötet. So, ist da irgendwo ein kleiner Schalter? Nö, ich sehe nichts. Hier auch nirgends. Ich glaube, wir sind bald einmal rum. Wir haben den Schädelschlüssel und dafür haben wir noch kein Schloss gefunden. Und wir haben zwei Türen, die wir mit dem Schädelschlüssel nicht aufbekommen. Nämlich einmal 2 Etagen höher und einmal hier unten irgendwo. Und wenn ich das gerade richtig gesehen habe, haben unsere Jungs langsam richtig Hunger. Ja, okay, es geht, aber es neigt sich dem Ende zu. Elijah, noch den. Ein Pilzstück. Unser letztes Essen. So, du hast am wenigsten, also kriegst du das letzte Stück. So. Die sollen alle schön bei Gosmog bleiben. Und dich haben wir schon gedrückt. Dich haben wir auch schon gedrückt, wahrscheinlich. Ah, hier kam die Feuerbälle raus. Jo, wir sind jetzt einmal rumgelaufen. Hier war die eine Tür, die ich meinte, wo wir mit dem Schlüssel nicht weiterkommen. Können wir die aufschlagen? Auffeuerballisieren? Nö. Na gut. Aber es ist doch anzunehmen, dass wenn wir hier den Skelettschlüsselkopf finden, dass wir ihn auch hier auf der Ebene irgendwo brauchen, oder?
Ach so, die Druckplatten hier haben nur die Fallgruben hier aktiviert und deaktiviert, damit das Ganze umherlaufen ein bisschen schwieriger wird. Genauso wie hier. Ist irgendwo in der Mitte noch was? Ne, nur noch mehr Druckplatten. Eine Sackgasse. Ja, wir können den Knopf nicht wieder rausdrücken. Okay. Aber ja, hier müssten wir überall schon gewesen sein. Und hier hat die Folge angefangen. Das heißt, ich laufe einfach mal zum Eingang zurück und gucke, ob wir da irgendwo einen Schlüssel benutzen können. Der Eingang müsste hier so in der Richtung sein. Was haben wir hier? Oh, jetzt habe ich mich wahrscheinlich in die vollkommen falsche Richtung gedreht. Das wäre die Tür, die wir nicht aufbekommen. Ich sollte nicht in die Teleporter gehen. Da ist der grüne Knopf wieder. Wenn es hier noch irgendeinen Bereich gibt, wo wir noch nicht waren, dann hätten wir eigentlich schon durch Zufall draufstoßen müssen. So, hey, was machst denn du? Ich glaube, da ist was aufgegangen. Können wir nicht wieder zumachen? Nein, können wir nicht. Also wir gehen jetzt da rein und gucken Richtung komisches Gesicht. Nee, hier war nix. War das hier auch schon offen? Nein, wahrscheinlich nicht. Sonst wäre das Ding hier rausgelaufen. Schaden mit dem Schwert. 18 Schaden mit dem Schwert. 35. Und ein Stab von Mana. Also 2, 3, 5. Oh, 10 mehr Mana. Das ist doch schon mal schick. Dann können wir uns das ganze Wurfdolchgeschmeiße auch eigentlich sparen. Was hat das hier noch irgendwas gemacht? Nö, wissen wir nicht. Aber das war doch mal ein praktisches Secret. Sonst ist hier nichts. Okay, dann weiter auf der Suche nach dem Eingang. Haben wir auch schon gedrückt? Mann, 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 Mann. Die Ebene hier ist echt riesig. Vor allem ist es auch schwierig, sich zu orientieren. Also für mich momentan jedenfalls. Da es halt so groß ist und nicht so beengt. Sonst merke ich mir einfach, okay, bei dem und dem musst du rechts gehen, da musst du links gehen, aber hier hat man halt so viel freie Fläche. Und überall respawnende Geister. Zack, hier war irgendwo noch einer. Okay, nehmen wir mal den Kompass zur Hilfe. Wir laufen jetzt nach Westen. Auch wenn ich nicht weiß, in welcher Himmelsrichtung der Eingang war. Wir gehen jetzt nach Westen und nach Norden. Hier ist der Schlüssel. Wir gehen nach Norden. Weiter nach Norden. Hier waren die Feuerbälle. Wir sind jetzt an der Nordwand von diesem großen Raum. Das heißt, wir müssen zwangsweise weiter nach Osten gehen. Wir gucken nach Osten. Gucken nach Osten. Da war die Mumie. Wir laufen jetzt nach Süden. Das heißt, wir sind schon an der an der Ostwand. Also im Norden war der Eingang nicht, im Osten war der Eingang nicht. Bis jetzt. Und wir laufen weiter nach Süden und gucken einfach mal. Noch eine Sackgasse. Und wir scheinen an der Südwand angekommen zu sein. Gleich sind wir einmal rum. Irgendwo war doch der Hochgang. Das kann doch nicht sein. Oder war der Hochgang in der Mitte? Dann können wir ihn ja gar nicht finden. So, da ist irgendwas anderes. Und hier ist die Geschichte. Also ich glaube, da irgendwo ist der Ausgang. Aber wir kommen hier nicht rüber. Also müssen wir wieder außen rumlaufen und gleich links rum. Nicht da runterspringen.
Da können wir auch nicht rum. Da, jetzt laufe ich nach Süden durch. Was haben wir hier? Eine Sackgasse. Okay, wir sind jetzt wieder an der Südwand und laufen Richtung Norden an der Westwand entlang. Haha, und da haben wir den Weg nach oben. Endlich. So. Also, da passen nur die Ra-Schlüssel rein. Das bringt uns gar nichts. Hier können wir aber erstmal Nahrung aufstocken. Also wir tauschen eine leere Kiste. Ich sagte, wir tauschen eine leere Kiste. Ich glaube, die ist auch leer. Gegen eine leere Kiste. Gegen eine volle Kiste. Schön, du bist überladen. Wie schaut es mit dir aus? Du auch. Die Kiste ist leer. Die Kiste kann auch hier bleiben. Also hier rechts die Kisten sind immer leer und die linken sind voller Essen. So, nicht überladen, nicht überladen, nicht überladen, nicht überladen. Schöne Sache. Und wir nehmen jetzt mal noch eine Kiste und die müffeln wir einfach auf. Ich denke mal, das kommt ungefähr hin. So. Jam, jam. Jam, jam. Dann haben wir eine Kiste mit Nahrung dabei. Eine Kiste mit Nahrung noch hier oben. Und das war's dann auch schon. Ja, das mit dem Nahrungsmangel... Knappheit kommt doch ein bisschen schneller als erwartet. Das heißt, wir werden demnächst vielleicht wieder einen Trip nach oben machen müssen zu dem Pilzraum. So, aber konnten wir hier oben noch irgendwas anfangen mit dem Skelettschlüssel? Es gab irgendwo noch eine Tür, aber die sah nicht so aus, als wenn man da den Skelettschlüssel brauchen würde. Sondern sah, oh, Menno. Oh, das ist ein bisschen hoch vielleicht. Und ist voll daneben gegangen. Komm raus. Wow. Okay. Also Elijah kann schon auf der vierten Stufe den Feuerball machen. Und das ist dann One-Hit bei den Augen. Das ist schon mal sehr nett. Und alle brauchen wieder Heiltränke. Hm? Na gut. Heiltrank, Heiltrank. Heiltrank, Heiltrank. So. Zack, zack. Und ein Priesterlevel. Sehr schön. Wir brauchen mit Z jeden Level, den wir bekommen können. Noch irgendjemand verwundet? Ja. Ja. So, Gosmog kann auch schön trainieren. So, eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Du hast zwei auf Vorrat. Du brauchst noch welche auf Vorrat. Eins. Zwei. Ach ja, schade, dass man die nicht stacken kann. Aber das wäre wohl viel zu einfach dann. Dann hätte jeder immer ein Stack Heiltränke in der Hand und in der anderen Hand eine Waffe. Und das wär's dann. So, du nimmst wieder deinen Delta in die Hand. Dein Schild in die Hand. Schild und Axt in die Hand. Und Navi den und den. Mace of Order, ja. Nehmen wir einfach mal weiterhin mit. Aber das eine Schwert hätten wir eigentlich aussortieren können. Also das, was Zed vorher hatte. Wir sollten uns eigentlich mal hinhauen und ein bisschen schlafen. Denn ein Blitzstrahl und Zed will wieder umkippen. So. Erstmal einen Zauber vorbereiten, falls irgendein Gegner kommt. Und ein bisschen Mana verbraten für Training. Denn wenn wir jetzt schlafen und Nahrung verbrauchen, ohne dass irgendwas hochregeneriert, ist es einfach nur Verschwendung. Und wie wir gerade gesehen haben, sollten wir nicht allzu viel verschwenden, denn dann müssen wir ganz viele Trips nach oben machen zu dem Raum mit den Pilzen. Und das ist nun wirklich nicht sehr spannend, zumal ich den Weg auch gar nicht auswendig kenne. Also noch nicht. Ich denke, am Ende des Let's Plays werde ich ihn auswendig kennen. Obwohl es weiter unten ja noch andere essbare Gegner gibt, sogar recht viele. So. O-N-E. Den wollte ich eigentlich nur auf Vorrat machen. Kannst du den auch schon so toll? Ja, kannst du auch. Gute Sache.
Und du bereitest den Anti-Geist-Zauber vor und du auch. Ist der falsche. So, nochmal schlafen. Also, wir haben den Schädelschlüssel. Wir haben kein Schloss dafür. Wir haben hier oben noch eine Tür, die wir nicht aufbekommen, unten eine Tür, die nicht aufbekommen. Aber ich denke, das Schloss mit dem Schädelschlüssel wird hier unten irgendwo sein. Und wir müssten allgemein eh nochmal den Weg nach weiter unten finden. Oh, was bist du denn? Okay. Komm zurück. Boah, ist der flink. Komm, stell dich genau vor uns. Wir haben hier so einen schönen Feuerball, der auf dich wartet. Da kommt ein Skelett. Wieso war eigentlich dieses kleine komische, genau das da, töten? Ha, na also. Und der hat gar nichts dabei. Na gut. Aber ich höre noch mehr Schritte. Aber gut, wir sollten uns einen kleinen Plan zurecht machen. Also, wir sind eigentlich hier drin schon mehrmals im Kreis gelaufen. Haben nur die Tür gefunden, wo wir nicht weiterkommen und ein paar Secrets. Das heißt, wir müssten eigentlich jetzt nach noch einem Secret suchen, wo denn ein normaler Eisenschlüssel drin ist. Oder wir springen einfach runter. Ich glaube, wir springen einfach mal runter. Und gucken uns hier um, ob es hier vielleicht irgendwo weitergeht. Obwohl, ich glaube, das hatten wir schon mal gemacht. Hier unten war nur so ein Auffangbecken, ne? Das Teleporter raus. Das ist ein sehr großes Auffangbecken. Da war es noch eine Etage tiefer. Also wir könnten nochmal runterspringen. Und ich glaube, das machen wir auch gleich. Ja, hier waren wir definitiv schon mal. Also. Die haben eh schon eine Fußverletzung. Oh, nee, nur Z. Aber gut. Wir speichern ab und in der nächsten Folge springen wir da einfach mal runter und gucken, was da ist. So, LP 25. Und bis gleich.